Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und ich freue mich, dass du da bist. Der Februar ist vorbei und ehe man sich versieht, ist Ostern schon da. Deshalb lautet das Motto beim Demo-Doppel in diesem Monat auch alle Wetter, alles Hase. Angela von der Stempelfamilie und ich nutzen die Produktreihe alle Wetter und das Produktpaket Osterhase, um dir einige frühlingshafte und österliche Ideen zu zeigen. Ich fange heute mit diesem großen Osterkörbchen an, was ganz fix gebastelt ist und wo wirklich eine ganze Menge reinpasst. Fangen wir an. Räumen wir erstmal den Tisch ein bisschen frei. Du brauchst dafür Designerpapier und zwar in dem Maß 27 x 27 cm. So. Die beiden Stücke, die du abschneidest, nicht wegwerfen. Die werden später noch, einer auf jeden Fall davon gebraucht. So, die andere Seite auch bei 27 anlegen. Dann wird einmal reihum bei 9 cm gefalzt. Oben bei 9 und ich gucke, dass es dann auch hier in der Mitte bei 9 anliegt. Einmal. Schön gerade Kanten haben. Zwei. Drei und die vierte Seite. Dann lege ich das Papier vor mich und zwar so, dass die Regenschirme nach oben gucken, sage ich mal. Also dass das Bild gerade vor mir liegt. Und genau. Falze dann links und rechts nochmal bei 3 und bei 6 cm einmal eine lange Reihe runter. So, dafür lege ich es auf der Seite an, damit ich hier mehr Anstoßkante habe. Einmal bei 3. Bei 6. Und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Und bei 6. Jetzt lege ich mir das Papier bei 13,5 cm an. Mache mir oben und unten jeweils eine Markierung. Lege das hier einmal für einen Moment beiseite und ziehe mir jetzt Linien. Die du jetzt mit dem Bleistift ziehst oder so wie ich mit der Falzbeinkante vom Aufhebhelfer ist egal. Werden gleich geschnitten. Das ist einfach nur, damit man weiß, wo es lang geht. Und zwar von diesem Punkt, den wir markiert haben, bis zu der 9 cm Linie. Ich falte hier schon mal, damit man das besser sieht. Und dann habe ich halt von dieser Kante, dieser Ecke hier sozusagen zu meiner Markierung das einmal gemacht und das mache ich auch andersrum. Und hier oben mache ich das genauso. Dass man das schon ausrichtet. Wie gesagt, Bleistift oder Falzbein ist egal, es wird geschnitten. Ich will nur einfach eine Linie haben, an der ich gleich sauber lang schneiden kann. So. Dann lege ich mein Papier wieder ein. Und zwar wieder an meine 3 cm Linie. Ja. Falze es erst noch einmal, damit man es besser sieht. Musst du nicht machen. Also nur, damit man es schöner gleich sehen kann. So. Und ich habe jetzt ja hier und hier meine Linie. Und hier meine Falzlinie, hier unten auch. Das heißt, das obere Stück schneide ich und die unteren Stücke schneide ich. Also ich lege es mir wieder bei 3 cm an.
nehme mein Schneideelement hier, gehe bis zu der ersten 9 cm Linie und ziehe das einmal hoch. Das war jetzt dumm von mir. Unten mache ich das nämlich genauso. Das in der Mitte ist wichtig, das wird nicht geschnitten. Das mache ich auch einmal auf der anderen Seite mit der 3 cm Linie. Immer von der 9 cm Linie ausgehend nach außen schneiden. Kann man auch mit der Schere machen. Ich mache es lieber mit der Schneidemaschine. Ist einfach sauberer bei mir. Und das machen wir mit der 3, mit der 6 und der 9 cm Linie. So, gucken, dass sie sauber bei 9 cm, 3, oh, Entschuldigung, sauber bei 6 cm liegt. Das kann ich mal zeigen. Hier ist vorne so eine Linie, daran kann man das genau erkennen. Die kann man hier über seine Falzlinie legen und dann kann man das absenken und schneiden. Das wird dann ganz gut. So, nochmal bei 9. Oben auch. Und auf der anderen Seite auch. So, wieder erst bei 6 anlegen. Gucken, wo die 9 cm Linie ist. Einmal nach oben, einmal nach unten und weiter geschoben zur 9 cm Linie. So. Wenn man jetzt irgendwo was hat, wo es nicht tief genug bis zu der Linie eingeschnitten ist, kann man jetzt noch mal mit der Schere nacharbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt unser Element. Ich lege das hier mal daneben. Falzen wir noch mal kurz die restlichen Linien, die noch über sind. Hatte ich schon. Ich finde dieses hier ist total frühlingshaft. Finde ich richtig schön. Das schneidet so richtig. So, dann müssen wir noch, wo ist meine Schere? Die schrägen Falzlinien, die wir gefaltet haben, müssen auch noch, die werden rausgeschnitten. Die Stücke brauchen wir nicht mehr. So sieht es dann jetzt aus. Dann drehen wir es einmal um. Das hier ist unser vorderes Element. Die anderen werden jetzt dahinter geklebt. Muss mal gucken, dass ich das so halten kann, dass man das gut sieht. Das nächstgelegene wird dahinter gelegt und zwar so, dass diese Kante einfach direkt dahinter verschwindet. So, und dann bei dem nächsten auch, dass es so auf Spitze liegt und das dritte ebenfalls. Das und dann kommt das Ganze, nachdem wir es gleich geklebt haben, von der anderen Seite. Ein Element, zwei, drei, die werden jeweils dahinter gelegt und dann hat man schon die eine Seite fertig. So, das kleben wir einmal. Ich nehme dafür Tombow. Und zwar, gucken, dass ich das jetzt so hinkriege. Einfach nur hier so ein ganz bisschen auf die Ecke und wie gesagt einfach nur dahinter ein bisschen festdrücken und dann kann auch schon das nächste Element geklebt werden. Auch hier so über Ecke ein bisschen Kleber und dahinter sind jetzt diese beiden Spitzen übereinander. Schön festdrücken. Und dann kommt auch schon auf der Seite das letzte Element. So. Jetzt
drücke ich jetzt ein bisschen fest, das gut hält. Und jetzt sieht man, hier steht noch was über. Das wollen wir ja nicht, weil die anderen leicht dahinter gesetzt werden. Das heißt, dafür nehme ich meine kleine Schere und schneide das am vorderen Dreieck einmal entlang ab, dass ich da eine schöne gerade Kante habe. Und dann klebe ich auch schon die andere Seite. Also wieder hier so eine Überecke. Die Ecke einfach nur dahinter, schön festdrücken. Ja, alle Wetter ist ja mehr so ein regengute Laune Produktreihe, würde ich mal sagen, mit den Regenschirmen, den Regentropfen. Aber die Tierchen, die dabei sind, sind ja echt fröhlich. Muss man sagen, März, April ist ja bei uns auch eher so alle Wetter. Man weiß nicht, was kommt. Bei uns hat es die Tage noch geschneit. So. Jetzt ist hier eine winzig kleine Ecke, die mich stört. Die schneide ich auch einfach ab, wenn sie will. So. Und dann sieht man, ist die erste Seite auch schon fertig. Und genau dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Also das Dreieck bildet das vordere Element. In diesem Fall stehen jetzt die Regenschirme auf dem Kopf, aber finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil die anderen wirbeln ja auch so übers Papier. Das geht. So. Und genau dasselbe wieder. Ecke dahinter. Ja, und weil ich so auf den Osterhasen hier von dem im neuen Mini-Katalog von Stampin' Up stehe, haben wir den auch mit aufgenommen, weil der ist echt einfach nur niedlich, muss ich sagen. Ne? Hier, oh, der ist echt niedlich. Findet ihr den auch so niedlich? Ich finde den super niedlich. Ich habe da auch schon viele schöne Sachen mit gesehen. Ich habe auch schon einiges mit selbst gemacht. Mal zeigen. So, erste Seite fertig. Das heißt, ich schneide hier wieder ein Stück ab. Und dann kommt auch schon die nächste Seite. Also wie gesagt, hier immer nur so ein Übereck den Kleber auftragen. Kann auch mit doppelseitigem Klebeband, aber so kann ich es noch ein bisschen schieben, wenn ich es nicht auf Anhieb ganz gerade klebe, so wie ich es gerne hätte. Und damit ist der Korpus auch schon fertig. Ich schneide hier wieder mein kleines Stück ab, was mich stört. Ja. Falsch, ne? So. Das ist auch schon der Korpus. Wenn man schneller haben will, statt zu kleben, kann man die auch festhalten und tackern. Finde ich, sieht aber nicht so schön aus, deshalb klebe ich es lieber. Dann nehme ich meine Lochzange und gucke, dass ich hier ungefähr so 1,5 cm unter der Kante mittig auf dem Dreieck einmal ein Loch stanze. Und auf der anderen Seite auch. So, und jetzt kommen die beiden Stücke zum Einsatz, die wir vorhin noch aufgehoben haben. Das wird jetzt nämlich der Henkel. Jetzt überlege ich. Aber mir gefällt es tatsächlich in diesem Fall so rum besser, dass es sozusagen Papier in Papier ist. Dafür nehme ich die Spreizklemmen, die gibt es im Hauptkatalog. Finde ich super, die kann man für so viele Sachen verwenden. Und für diese Körbchen sind die einfach klasse. So, jetzt muss ich überlegen, will ich das längere, das ist, wo ich die 30 cm Seite abgeschnitten habe,
Oder will ich den Henkel ein bisschen kürzer haben? Ich glaube, in diesem Fall möchte ich den etwas längeren haben. Nimm also das zuerst abgeschnittene Papier. Falte mir das einmal zusammen, nicht knicken. Und mache hier unten gleichmäßig zwei Löcher auch mit der Lochstanze rein. So. Ich möchte, dass das so von innen ist, dass man das wirklich gut sieht. Ich setze es deshalb nach innen und mache das mit der Spreizklemme fest auf der einen Seite. Ja, das ist schon mal der Korb an sich. Hier sieht man jetzt einmal den Unterschied vom Henkel. Das kann man machen, wie man möchte. Die sind halt auch beweglich und wirklich stabil, passt eine Menge rein. Ja, und weil das Motto ja alle Wetter, alles Hase lautet, muss auch noch der Hase dazu. Hier habe ich ihn ja auch schon einmal koloriert, und zwar mit dem Blends in Hautfarbe. Diesmal wollte ich ihn etwas heller haben. Und dafür habe ich die Blends in Hautfarbe, die haben leider hier drauf nur eine Nummernbezeichnung. Ich habe SU 600 und 500 genommen. Damit den ersten koloriert. Dann mache ich jetzt den zweiten nochmal schnell. Wirklich ganz fix. So, den Bauch lasse ich frei. Der kriegt gleich eine andere Farbe. Aber die Beinchen möchte ich haben. Kleinen Puschel hinten dran. Hier ums Auge arbeite ich ein bisschen vorsichtiger, dass ich mir das nicht die Farbe ins Auge reinhaue. So. Ein Öhrchen. Ganz vorsichtig. Zweite Öhrchen. Und weil er jetzt ja doch so ein bisschen einfarbig aussieht, sage ich mal, nehme ich halt jetzt noch den 600er und gehe da direkt drüber, mache aber nur so ein paar Akzente quasi, wo ich noch so ein bisschen Farbe haben möchte. Also ich kriege ja so ein bisschen Struktur, ohne dass ich groß was machen musste. Ich sehe, da ist noch ein bisschen weiß, das will ich weg haben. Die Nase mache ich mit der Hautfarbe in ganz, ganz hell, und zwar in der 100. Und dann mache ich wirklich nur die kleine Spitze vorne. Wirklich nur ganz klein. Und den Rest mache ich mit Elfenbein. Und zwar einmal das Öhrchen, Bauch, und hier oben noch einmal. So. Und damit die Kante hier nicht so hart ist, ne? Hier nochmal so ein bisschen drüber. Und man kann das einfach immer überkolorieren, wenn es einem nicht gefällt, so lange, bis es einem gefällt. So, das gefällt mir besser. Na, jetzt fokussierst du hier nicht mehr richtig. Einen Moment. Dann arbeite ich halt ein bisschen höher. So. Mit der Handstanze einmal den kleinen Hasen ausgestanzt. Schön hier dran ausrichten. Und springende Hase. Und den zweiten auch. So. Und jetzt mache ich was, das habe ich bei meiner Freundin Kerstin abgeguckt. Die kriegen jetzt noch Puschel. Und zwar habe ich dafür hier so kleine Puschel. Und die kommen hier hinten drauf.
Vorne haben die kleinen echten Puschel hinten drauf. Ist das nicht niedlich? Es gibt dem Ganzen nochmal so richtig Struktur. Danke, Kerstin, für die Idee. So. Und dann möchte ich meinen Hasen hier drauf haben, dass er mir die Spreizklammer abdeckt, aber weil die sich ja bewegt, klebe ich nur den Hasenkörper, aber nicht den Hasenkopf und die Öhrchen fest. So, da muss auch nicht viel drauf. Das ist einfach nur so ein bisschen zum Abdecken. Ordentlich festdrücken. Und auf der Rückseite auch. Hasenöhrchen über die Spreizklammer. Körper fest angedrückt. Ja. Und fertig ist das Osterkörbchen. Ja. Das. Je nachdem, wie man es verzieren möchte. Hier hat mir zum Beispiel der Henkel war mir zu schlicht. Den habe ich dann hinterher nochmal abgenommen und nochmal die Ostereier drauf gestempelt und ganz leicht koloriert. Was man auch machen kann, das ist ein älteres Körbchen von mir. Ja. Dass man einfach nur mit dem Designerpapier spielt. Hier ist zum Beispiel oben und unten waren Blüten und man sieht hier alles weiß und hat sich halt, lässt sich super hier drauf unterbringen. Einfach. Finde ich auch richtig schön. Ja, ich hoffe, dir hat meine Anleitung gefallen und du bastelst das nach. Ist ja nicht nur für Ostern schön, kann man auch so mal ganz gut gebrauchen. Ne? Kleinigkeit aufbewahren, was zu mitbringen. Ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da und einen Kommentar, damit ich weiß, dass es dir gefallen hat. Wenn du noch nicht hast, abonniere gerne meinen Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Und dann schau dir auch Angelas Video an zum Demo-Doppel. Alle Wetter, alles Hase. Bis zum nächsten Mal, deine Annalena.